Was sind die Nachteile einer Aufbauorganisation, also einer Struktur nicht nach Abläufen, nicht nach Prozessen, sondern nach Hierarchien? Ja, Sie merken schon, dass man hier in der Frage sozusagen auf eine Kontrastierung zur prozessorientierten Struktur hinaus will. Ja, dieser Nachsatz hier, also einer Struktur nach Hierarchien. Die andere Alternative wäre eine Struktur nach Prozessen. Also, was sind die Nachteile? Hierarchie im Vordergrund. Ja, nicht der Kunde. Das ist der Hauptnachteil. Abläufe sind getrennt. Ja, Abteilung 1 macht das, Abteilung 2 macht das und so weiter, sind getrennt und verteilt. Verteilt auf die Abteilungen. Da müssen Sie sich an den und den wenden, der ist zuständig. Das ist typisch Aufbauorganisation. Dann haben wir hier eine zeitaufwendige Koordination. Und die Abläufe, die es natürlich hier auch gibt, die es hier geben muss, sind langwierig. Und unflexibel. Ja, es geht da seinen Weg, ja, von der einen Abteilung dann zu der nächsten und so weiter, aber es dauert und dauert und dauert. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.